Moin, meine lieben Bitcoin-Freunde. Heute geht es darum, BNB, also den Binance Coin, investieren, vermehren mit GEM Network oder GIM Network. Aber kurz vorher noch der Risikodisclaimer. Risikohinweis: Keine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Die Inhalte dieses Videos geben ausschließlich meine subjektive, persönliche Meinung wieder. Der Zuschauer ist ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten der Beiträge eine eigene Meinung zu bilden und sich professionell und unabhängig beraten zu lassen, bevor er oder sie konkrete Anlageentscheidungen trifft. Hinweis: Es besteht immer die Gefahr des Totalverlusts. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, BNB investieren oder vermehren mit GEM Network. Was ist GEM Network? Ganz ehrlich, wir haben hier GEM Network und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was GEM Network ist. Ich habe auch keinen Plan, was dahinter steckt. Mich interessiert es auch nicht, was für Tokenomics die haben, welches Team dahinter steckt, was die eigentlich vorhaben etc. Mich interessiert einfach einzig und allein nur Cash. Also, was kann ich machen? So, wie gesagt, GEM Network ist einfach nur eine coole Gelegenheit, wenn du ein paar BNB in deiner Binance Smart Chain oder in deiner MetaMask, hier sieht man das bei den Smart Chain, ich hatte da ein paar BNB drin liegen und ich habe investiert 6 BNB und aktuell gibt es 92,54% API. Das wechselt immer so ein bisschen, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Also, wie gesagt, GEM Network ist eine coole Geschichte, die ich einzig und allein dazu nutze, meine BNB, meine Binance Coin oder meine Binance Token bisschen zu vermehren, weil ich hatte, wie gesagt, ein bisschen oft ein, zwei, drei in meiner MetaMask rumliegen, bin dann bei NEOP Finance ausgestiegen, habe da noch ein bisschen was rumgeswappt zu BNB und habe gesagt, okay, durch einen Freund bin ich jetzt zu GEM Network aufmerksam geworden, habe gesagt, coole Geschichte, bevor du nicht weißt, was du mit deinem BNB oder was auch immer du in deiner MetaMask rumliegen hast, machen sollst, kannst du hier mal ein paar BNB einlegen und ein paar Zinsen mitnehmen. Also, wie gesagt, GEM Network, ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Hier gibt es also, die sind zertifiziert bei Certik, arbeiten mit Alpaca Finance zusammen. Es gibt einen Telegram-Kanal, bin ich aber nicht drin. PeckShield, Audited, keine Ahnung, was das ist, weiß ich nicht. Tja, wie gesagt, mir geht es einzig und allein darum, meine BNB ein bisschen zu vermehren, ein paar Zinsen zu erhalten. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Also, grundsätzlich ist es so, du musst deine MetaMask aufmachen. Und dann, ich mache mal hier, dann hast du hier Unlock Wallet stehen. Ja, so sieht es aus. Da musst du einmal, ja, jetzt macht das schon automatisch, wenn du es einmal, erst das erste Mal musst du es manuell machen. Irgendwann macht das automatisch. So, was bietet uns denn GEM Network an? So, also GEM Network bietet uns drei Möglichkeiten an, hier ein bisschen Geld zu verdienen. Fangen wir mal an mit dem Single Pool. Also in den Single Pool kannst du deine GEM Net Token einlegen und bekommst aktuell eine APY von 97,92%. Ganz ehrlich, nein, Finger davon. Ich kenne den GEM Net Token nicht. Mich interessiert der GEM Net Token nicht. Also Finger weg vom Single Pool. So, dann gibt es noch die Möglichkeit Liquidity Mining, also das typische Farming. Hier kannst du BNB mit GEMnet pairen in einem Pairing Pool und das Ganze ins Liquidity Mining geben. Bekommst eine APY von 304%. Ja, schöne Geschichte, 300% ist natürlich toll, aber ganz ehrlich, wie gerade gesagt, GEMnet Token, keine Ahnung, was ist das? Weiß ich nicht. So, interessiert mich nicht. Also, das Einzige, was mich interessiert, ist das hier: Investors Dashboard. Ja, so. Ich habe hier schon 6, hier sieht man das, 6 BNB oder 6,003 und ein paar zerquetschte BNB eingelegt. Und zwar das Ganze, wenn du Bock hast oder Interesse daran hast, deine BNB hier mal einzulegen, ein paar Zinsen zu verdienen auf deine Binance Coin, dann nur mit dem BNB Fold und der Alpaca Strategie. So, aktuell Stand heute habe ich 6,003 und ein paar zerhackte da liegen. Die APY, die verändert sich in den letzten Tagen, schwankt die immer so zwischen 94 und 104%. Daily Reward ca. 8 GEMnet, Weekly Reward ca. 16 Dollar, verändert sich auch permanent. Monthly Reward ca. 68 Dollar, gestern Nachmittag waren es noch bei 75 Dollar. Wie gesagt, verändert sich ein bisschen. Also das Einzige, was mich hier interessiert, ist A, die APY, ne? Aktuell bei 92,21%. Und natürlich gucken, wie ist der Kurs. Ja, das ist, hier haben wir den aktuellen Kurs. GEM Network hat in den letzten
24 Stunden 5% verloren, ist aber nicht dramatisch. Wenn wir jetzt hier einen Monat im Minus, 7 Tage, ist er mal wieder ein bisschen hochgegangen. Im letzten 24 Stunden ist er wieder runtergegangen. Aber wie gesagt, das ist eine, klar, den Kurs muss man ein bisschen im Auge behalten, weil irgendwann, wenn der Kurs so weit abstürzt, dass ich mal pro Woche keine 16 Dollar mehr stehen, sondern vielleicht nur noch 6 Dollar, dann macht das irgendwann auch keinen Sinn mehr. Aber wie gesagt, bevor die BNB in der MetaMask einfach dumm rumliegen, kann man ja mal ein paar einlegen. So, wir wollen das Ganze jetzt mal live machen. Und zwar bekommst du, na ganz kurz, bekommst hier in der Alpaka-Strategie nicht nur Gymnet-Token, sondern auch VBNB. Also diese 0,001-2453 VBNB, die ich jetzt hier aktuell claimen kann. Ja, das ist ein Gimmick. Ganz ehrlich, das sind ein paar, weiß ich nicht, 5 Cent oder so. Also spielt keine Rolle. Ja, wichtig ist ja diese Gymnet-Token. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ich habe jetzt hier aktuell 6 drinne und ich sage jetzt, also ich könnte jetzt theoretisch auszahlen und claimen, aber wir machen das mal zur Demonstration. Machen wir das mal Schritt für Schritt und sagen, okay, wir claimen erstmal alles, nämlich die Gymnet-Token und die VMB-Token, unseren Claim All. So, ich sage MetaMask, bitte bestätigen. So, waiting for the transaction to confirm. Wir schauen mal, wie weit das Ganze hier gediehen ist. Claim all ausstehend. Das kann jetzt natürlich ein paar Sekunden dauern. Und so, da haben wir schon Vermögenswerte. So, wir haben jetzt hier, müssten wir mal schauen. Wir haben jetzt hier, wo sind sie da? 59,69 Gymnet bekommen. Und ich habe noch ein paar VBNB dazu bekommen. Vorher hatte ich 0, ja, die habe ich noch nicht. Die sind noch nicht gekommen. Okay. Schauen wir mal. Ach, die hat er nicht geclaimed. Okay. Ja, ob ich die jetzt claim oder nicht, keine Ahnung. Brauche ich jetzt nicht. Die lasse ich hier erstmal stehen. So, aktuell 6,03. So, jetzt machen wir auch gleich den Test, indem wir sagen, Manage Your Position. Denn wir wollen ja auch mal gucken, kann man nicht nur einlegen, die BNB, sondern die Frage ist auch, kriegen wir die BNB wieder raus? Also machen wir zur Demonstration. Ziehe ich mir jetzt mal einen BNB raus. Ja, also einen, nicht sechs. Und sage Withdraw und Claim. So. Und dann warten wir wieder. Und dann müsste ich hier gleich statt 1,7064 BNB haben, müsste ich dann 2,70 haben. So, ausstehen, Withdraw. Das kann vielleicht ein bisschen dauern. Ich weiß es nicht. Warten wir es mal ein bisschen ab. Also, wie gesagt, Gym Network, eigentlich eine coole Geschichte, nebenbei mal ein paar Zinsen auf BNB zu verdienen. So, da haben wir es. Vermögenswerte. Ey. So, also er hat jetzt geswappt, aber hier musst du ganz wichtig wissen, also du kannst zwar BNB einlegen, aber wenn du auszahlst, bekommst du also den Wrapped BNB zurück. So, jetzt haben wir Folgendes, jetzt haben wir nur noch 5 BNB drinne. Also was machen wir jetzt? Ich möchte jetzt wieder dir zeigen, wie du einfach BNB dazu packst. Jetzt müssen wir natürlich, das habe ich hier, ja, was soll ich mit einem VBNB? Den will ich aber auch nicht einlegen, weil unter Deposit, ich will da nicht BNB einlegen. Ich will nicht VBNB einlegen, sondern BNB. Also machen wir kurz mal Folgendes. Pancake Swap, Finance Pools. Nein, da wollen wir nicht hin. Trade und sagen, wir wollen VBNB Token rüber swappen. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, weil wir dann wieder ein bisschen Gebühren zahlen müssen, aber hilft ja nichts und sagen, wir wollen das Ganze mal unwrappen. So. Aktivität, Withdraw. Jetzt sollte gleich wieder ein BNB hier oben aufschlagen. Wie gesagt, die Gebühren sind auch nicht so. Okay, da haben wir schon 2,68 BNB. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt hier in unserem MetaMask, ja, eben von dem Claim 59 Gymnet Token. So, was sollen wir damit? Ja, was sollen wir damit? So, also machen wir Folgendes. Hier oben ist die Contract-Adresse. Contract-Adresse. Einmal kopieren. Einmal kopieren. Gehen auf PooCoin. Also du kannst den theoretisch auch swappen auf Pancake, aber die Erfahrung ist, Pancake-Swap ist zum Tauschen oder Swappen dieser ganzen komischen Coins völlig ungeeignet. Also PooCoin ist immer die erste Lösung. Also geben wir hier ein
fügen wir hier die Smart Contract Adresse ein. Da sagt er uns hier Jim Network Token und sagen so, zack. Die wollen wir swappen. Ja, kleiner Tipp, niemals alles, sondern verzichte auf diesen ganzen Rotz hinter den Komma, weil das funktioniert alles nicht. So, das wollen wir jetzt swappen zu BNB, bekommen 0,055106 BNB ab. Da kommen ja noch die Gebühren dazu und sagen, so, swap und los. Weil es geht ja darum, wir wollen ja unsere BNB vermehren und nicht unsere Gymnet-Token. Ne? So. Also, Swap exakt ausstehen. Wir haben jetzt 2,6873. Mal sehen, was da gleich übrig bleibt, wenn wir jetzt geswappt haben. Dort ein paar Sekündchen. 2,73. Wie gesagt, hat sich schon gelohnt. Wir sind ein paar BNB dazugekommen. So. Das war es soweit. Und jetzt sagen wir, okay, ich habe jetzt 5. Jetzt habe ich aber wieder meine MetaMask. Ich habe wieder 2,736 BNB da liegen, kann ich momentan nichts mit anfangen, also sage ich, okay, ich lege nochmal 2 ein und sage Deposit. Zack. Mal gucken hier, wie lange das dauert. Das heißt, ich lege nochmal 2 net. Ah, hat er schon gemacht. Okay, super, perfekt. Und hier siehst du meinen neuen Deposit Amount 7 BNB. Ich erhalte 9,28 Gymnet pro Tag, macht ungefähr 18 Dollar in der Woche, 80 im Monat. Also wie gesagt, immer gucken hier, wie ist die APY. Ah, die Alpaka, beim Auszahlen hat er eben auch die VBNB geclaimed. Wollen wir mal gucken hier, ob die auch tatsächlich angekommen sind. VBNB, wo sind sie? Ja, sind noch nicht angekommen, aber letztendlich auch egal, ob ich jetzt VBNB bekomme oder nicht, das interessiert mich ja noch nicht, auch nicht. So, also wie gesagt, ja, nette Möglichkeit, seine BNB, seine Binance Coin bei Gym Network einzulegen, ein paar Zinsen drauf zu verdienen, bevor die irgendwo doof rumliegen in der MetaMask. Würde mich freuen, wenn du meinen Empfehlungslink benutzt. Ja, also wie gesagt, Affiliate Dashboard. Ich habe noch null Partner, also wäre toll, wenn du meinen Empfehlungslink benutzen würdest. Ich packe den hier gleich unter die Videobeschreibung. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Ich poste öfters mal sowas hier. Tja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute bei deinem Tun und Treiben. Und wie gesagt, pack ein paar BNB rein, verdien ein paar Zinsen. Mach's gut, wir sehen uns demnächst. Bis dann. Tschüss. Dein Alex von bitcoinfreunde.de.